mich mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen. Und es ist mir dann bewusst geworden, dass ich eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten habe. Entweder ich fange an, die Bilder zu verkaufen, und das war, glaube ich, eine Sekundenentscheidung zu wissen, das kann ich nicht machen, weil das wäre eigentlich nur der Tod der Sammlung gewesen. Und damit wäre eigentlich ein ganz wichtiger Lebensabschnitt von meinem Mann kaputt gemacht worden. Also das war für mich relativ rasch klar. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, einfach noch, so wie es damals war, ca. 95% der Sammlung im Depot zu belassen. Und anlässlich eines Besuchs im Kunstdepot hat mir wirklich das Herz geblutet, weil ich also alle Künstler auch persönlich kenne und kennenlernen durfte. Und weil es nicht der Sinn und Zweck einer Sache ist, wenn ein Künstler ein Werk produziert, dass es dann eingepackt im Depot liegt, dass das immer wieder vorkommt und dass immer nur Bruchstücke von Werken gezeigt werden können, ist mir klar. Aber mir war bewusst, 95% der Sammlung nur im Depot, das geht nicht. Das ist eigentlich, da habe ich sofort gespürt, es ist absolut verantwortungslos. Und die dritte Möglichkeit hat sich dann erst so langsam rauskristallisiert. Es ist ja nicht so, dass man diese Entscheidung trifft und dann ist es innerhalb von einer Woche über die Bühne gegangen, sondern das war wirklich ein Wahrheitsfindungsprozess und eine Überlegung. Dann hatte ich also ganz kühne Visionen, wo eben diese Werke in wirklich den Top-Museen der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Dann habe ich diese Visionen wieder ein bisschen verworfen, weil ich das Gefühl hatte, das ist unrealistisch. Aber man sollte doch an seinen Visionen festhalten, wie man sieht. Und habe dann wirklich also ganz, ganz hervorragende, bewundernswerte Partner gefunden in meinen Visionen. Und mit Hilfe dieser Partner, und ich möchte mich eben bei dieser Person jetzt ganz, ganz speziell bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir jetzt hier stehen und dass eben heute diese Ausstellung eröffnet wird, in einem Monat im Belvedere und dann im März im Joanneum. Ich möchte mich wirklich sehr, sehr bedanken bei den Direktoren, die mit mir da so kooperiert haben, untereinander so kooperiert haben. Vielen Dank, liebe Agnes Husslein, für diese Kooperation. Vielen Dank, Peter Fagisch, dass ich immer wieder nach Graz fahren durfte, wo ich ja meine Wurzeln habe. Und vielen Dank, Herr Direktor Schröder, dass wir da wirklich so eine Lösung gefunden haben. Und es waren zwar ein paar Momente bei mir, wo das Loslassen ein bisschen ein Problem war, aber dann habe ich mir selber gesagt, okay, da musst du durch. Und das ist im Grunde genommen, ist es die für mich jetzt einzig sinnvolle Lösung und eine wunderbare Lösung. Und wenn ich jetzt hier so durch diese erste Ausstellung gehe, und ich werde es ganz genauso gehen, wenn die Ausstellung in Belvedere dann ist und dann im nächsten Jahr in Joanneum. Es ist einfach wie ein Traum. Diese Vision, die ich hatte, ist wirklich Realität geworden. Das schafft man nicht allein, das schafft man mit sehr viel Unterstützung. Und da möchte ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, Frau Dr. Michel, für die gute Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank an Mr. Gretschi für auch diese wunderbare Kooperation, auch in Bezug auf diese Publikation. Und vielen Dank auch an Herrn Dr. Peer für die Kooperation in Graz. Und wenn ich jetzt auch so stehe und diese ganz hervorragende Publikation sehe, weiß ich, das ist etwas, was meinem Mann sehr, sehr gut gefallen würde, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich weiß, dass das ganz in seinem Sinn ist, das, was hier passiert, was in den nächsten Monaten noch passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, die wichtigsten Personen bei den ganzen Unternehmen sind immer die Künstler. Und für mich war einer der schönsten Momente, und das möchte ich jetzt mal als Beispiel herausgreifen, ich war unlängst im Atelier von Hubert Scheibel war und er hat nichts gesagt, wie ich gekommen bin. Er hat mich mit Tränen in den Augen umarmt und hat gesagt, Regina, danke, ich danke dir. Und das ist das Schönste, was man machen kann, wirklich für die Künstler etwas zurückzugeben, die uns so viel geben. Weil was wäre unser Planet ohne die Künstler? Relativ wenig, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen ist es auch ganz in meinem Sinn, dass die Künstler wirklich jetzt so präsentiert werden, dass sie sind letztendlich die Hauptpersonen.